Ich versuche mich mal an der Vorhersage von 5-Sterne-Büchern und hoffe, meine kleine Glaskugel kann mir dabei helfen. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, da es schon eine ganze Weile her ist, dass ich das letzte Mal einen Tag gedreht habe, dachte ich mir, dass es mal wieder Zeit wird, einen Tag zu drehen. Und aus diesem Grund habe ich mir den Tag die 5-Sterne-Vorhersage herausgesucht, da ich ihn das letzte Mal bei der lieben Mona von Bücherwunder gesehen habe. Ich verlinke euch mal ihren Kanal unten in der Infobox. Ja, ich finde an diesem Tag so interessant, und zwar im Hinblick auf die gelesenen Bücher, ob sie dann tatsächlich ja auch 5-Sterne-Bücher geworden sind, beziehungsweise ja, Bücher, die einem restlos begeistern konnten und einem auch ja im Gedächtnis geblieben sind, weil das sind für mich auch irgendwo auch 5-Sterne-Bücher. Genau. Und dann legen wir auch gleich mal los. Bei dem ersten Werk, wo ich hoffe, dass es sich um ein 5-Sterne-Buch handelt, und der ein oder andere, der meinen Kanal verfolgt, wird sich auch nicht wundern, dass ich dieses Werk herausgesucht habe. Und zwar handelt es sich um Traumsammler von Carlo Tresini aus dem Fischer Verlag. Und zwar habe ich von dem Autoren bereits Drachenläufe und 1000 strahlenden Sommer gelesen, und beide Werke haben bei mir ja reichlich Spuren hinterlassen, und ich hoffe, dass auch dieses Werk bei mir seine Spuren hinterlassen wird. Und zwar geht es hier um zwei Geschwister, die in Afghanistan leben und laut Klappentext irgendwann einmal getrennte Wege gehen müssen oder aus welchen Gründen auch immer, und ja, ihr Schicksalsschlag quasi verarbeiten müssen. So habe ich den Klappentext interpretiert und bin schon sehr auf dieses Werk gespannt. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich es mir ein Stück weit aufhebe, da ich kein weiteres Werk von Carlo Tresini hier im Haus habe, beziehungsweise ja auch kein Werk gerade ja auf dem Markt noch ist, und das ja, glaube ich, sein aktuellstes Werk auf dem Markt ist. Deswegen hebe ich es mir auch auf. Falls jemand andere Informationen hat als ich, beziehungsweise schon weiß, dass es ein viertes Werk von Carlo Tresini gibt, dann würde ich mich über eine Info in den Kommentaren sehr freuen. Ja, ich hoffe sehr, dass es sich bei diesem Buch um ein 5-Sterne-Buch handelt. Mein zweites Buch, was ich herausgesucht habe, ist ein Werk, was recht schmal ist, aber ich ja schon sehr, sehr vieles Gutes gehört habe, und auch die Autorin ich bereits durch ein anderes Werk ja kenne. Und zwar handelt es sich um Toni Morrisons Sehr blaue Augen aus dem Roro Verlag. Ja, diese Ausgabe ist eine sehr, sehr alte Ausgabe. Also ich habe sie mir damals bei Reba gekauft, und sie ist auch schon etwas vergilbt, aber das stört mich jetzt erstmal nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, um was es sich hier genau handelt. Ich habe in dem Fall noch nicht mal den Klappentext gelesen, weil ich bereits von der Autorin Menschenkind gelesen habe und dieses Werk mir ebenfalls schon sehr gut gefallen hat, und deswegen hoffe ich, dass es sich hier auch um ein Werk handelt, das mir gefallen wird und ich eigentlich ja ziemlich sicher sein kann, dass mir gefällt, weil ich habe eigentlich bisher nur Gutes gehört. Ich glaube, dass die liebe Anne von Literaturlärm ebenfalls dieses Werk bereits gelesen hat und eigentlich nur Positives dazu gesagt hat. Ja, ich hoffe, ja, für mich ist das ein genauso 5-Sterne-Buch wie für viele andere. Bei dem dritten und hoffentlich auch 5-Sterne-Buch habe ich mir ein Werk herausgesucht, wo der ein oder andere von euch ebenfalls vermutlich nicht überrascht sein wird. Und dieses Werk habe ich auch schon mal in die Kamera gehalten, da ich es eigentlich letztes Jahr noch lesen wollte, aber ja, die Zeit dann doch irgendwie für mich zu knapp geworden ist. Und zwar handelt es sich um Nichts als die Nacht von John Williams aus dem DTV Verlag. Ja, ich habe ja auch hier bereits die drei anderen Bücher gelesen, also Butcher's Crossing, Stoner und Augustus. Das wäre mir beinahe das dritte Buch nicht eingefallen. Und alle drei Werke haben mich begeistern können, auch wenn nur Stoner für mich
ja, jetzt ein Fünf-Sterne-Buch geworden ist, aber auch die anderen beiden sind Werke, die man durchaus empfehlen kann und man sehr, sehr viel Freude beim Lesen hat. Und das Gleiche hoffe ich jetzt, da es sich ja auch um das letzte Werk handelt, welches übersetzt worden ist, und zwar Nichts als die Nacht, hoffe ich, dass es ein Fünf-Sterne-Buch für mich ist. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf diese Lektüre und ja, bin schon sehr gespannt. Ich wusste mal, um was es sich geht, aber ich habe noch so in Erinnerung, dass es sich um eine Vater-Sohn-Beziehung handelt. Und ja, mehr kann ich euch auch gar nicht sagen, da als ich es ja auch noch nicht gelesen habe. Aber sobald ich es gelesen habe, werde ich euch sicherlich Darum ich habe berichten. gerade festgestellt, dass alle drei vorhergehenden Bücher, die ich herausgesucht habe und hoffe, dass es sich um Fünf-Sterne-Bücher handelt, eine Grundlage haben, und zwar, dass mir die vorhergehenden Bücher sehr gefallen hat und ich natürlich jetzt hoffe, dass diese Bücher mir ebenfalls gefallen. Und bei dem ja, vierten Buch ist es eigentlich nicht anders. Und zwar habe ich von der Autorin bereits das Seelenhaus gelesen und dieses konnte mich aufgrund seiner Stimmung und seiner Thematik sehr, sehr begeistern. Und zwar handelt es sich diesmal um Wo drei Flüsse sich kreuzen von Hannah Kent. Auch in diesem Werk befinden wir uns in ja, einem Handlungsort Irland. Und ja, mehr kann ich euch eigentlich gar nicht sagen, weil das schon doch eine Weile auf meinem Sub liegt und ich eigentlich gar nicht weiß, warum ich es nicht danach gegriffen habe, weil mir ja schon das Seelenhaus so wahnsinnig gut gefallen hat. Ja, ich bin wirklich sehr ja, gespannt auf dieses Buch und hoffe, dass ich es bald lesen kann und es aus seiner Schutz- oder seiner Plastikhülle hier befreien kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass dieser Stempel hier oder dieser Sticker auf dieser Plastikfolie drumherum ist. Dann ist es wenigstens nicht auf dem Schutzumschlag. Aber ich frage mich gerade, ob überhaupt Sticker auf dem Schutzumschlag sind. Egal. Genau. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es sich auch hier um ein Fünf-Sterne-Buch handelt. Bei dem letzten Werk, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt, da ich den Autoren so an sich noch nicht kenne und ich aber dennoch sehr hoffe, dass es für mich ein Fünf-Sterne-Buch ist, beziehungsweise ein Buch, was so ein Stück weit Spuren bei mir hinterlässt, beziehungsweise ja, was ein wahnsinnig gutes Buch werden könnte und ich hoffe auch sehr. Dieses Werk habe ich recht wenig jetzt bei YouTube und Instagram gesehen und habe davon eigentlich auch noch nicht so viel gehört, beziehungsweise so viele Meinungen dazu gehört. Das Thema finde ich aber sehr, sehr interessant und zwar behandelt es das Thema, was wäre, wenn nochmal Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika herrschen würde. Und zwar handelt es sich um American War von Omar El-Akkad aus dem Fischer Verlag. Ja, mehr zu diesem Werk kann ich gar nicht sagen, aber mich spricht dieses Thema an und quasi die Idee, wenn nochmal Bürgerkrieg wäre. Und ja, ich hoffe sehr, dass es sich um ein Fünf-Sterne-Buch handelt. Und ja, vielleicht ist es auch eine Entdeckung des Autoren für mich. Und obwohl ich weiß gar nicht, ob der Autor überhaupt noch mehr Bücher geschrieben hat, hat mich dahingehend ehrlich gesagt auch noch nicht beschäftigt. Aber ich hoffe, dass ich wie bei allen anderen Büchern es bald lesen kann. Und ja, bin schon Und sehr zwar handelt gespannt. es sich um ein extrem dickes Buch. Und zwar insgesamt über 1000 Seiten. Und zwar rede ich von Paul Auster 4321 aus dem Rowohlt Verlag. Ja, es ist aus dem Halten relativ schwer und es hat unglaublich dünne Seiten. Ich würde schon fast sagen, es hat Bibelseiten. Ja, ich bin jetzt auf Seite 221 und bisher kann ich sagen, ich habe das Gefühl, es entwickelt sich für mich zu einem Fünf-Sterne-Buch. Ja, wir begegnen hier so ein bisschen Ferguson, nicht so ein bisschen, wir begegnen Ferguson, der uns, ja, durch sein Leben mitnimmt und ja, es gibt viele verschiedene Variationen und da muss man sich zwar etwas hineindenken und ein bisschen umdenken, aber bisher gefällt es mir sehr, sehr gut und es kann mich mit jeder neuen Seite ein Stückchen mehr begeistern und deswegen habe ich das Gefühl, dass es sich um ein Fünf-Sterne-Buch handeln wird und deswegen dachte ich mir, ich kann es euch mal zeigen. Damit sind wir bereits ans Ende gelangt und mich würde jetzt noch interessieren, ob die Bücher, die ich euch gezeigt habe,
ob ihr diese schon kennt und ob es bei euch ebenfalls 5-Sterne-Bücher geworden sind. Ja, ich freue mich über jeden Kommentar und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss!